Reuth bei Erbendorf. Mein Name ist Manuel Neugierk. Wir produzieren Backwaren für den ländlichen Bereich und setzen auf regionale Produkte. Wir backen hier heute ein Bio-Topinambur-Brot mit Topinambur aus der Region und ein Bio-Mohnstrudel mit Friedenfelser Bio-Mohn. Fürs Topinambur-Brot brauchen wir ein Roggenmehl, ein Roggenvollkornmehl und ein Weizenmehl. Dazu noch Salz, Brotgewürze, Wasser, Hefe, Sauerteig und den Topinambur. Für den Bio-Mohnstrudel, da brauchen wir Mehl, Zucker, Eier, Hefe, Wasser, Margarine und für die Mohnfüllung Milch, Zucker, Eier und Mohn. Es ist eine herkömmliche Brotherstellung mit einfacher Knetzeit, einfacher Aufarbeitung. Und auch für den Mohnstrudel ist die ein Hefeteig, den auch die Hausfrauen mehr oder weniger zu Hause machen. Und die Mohnfüllung wird einfach dann aufgetragen und wird dann abgebacken. Ich finde so eine Initiative für die Ökomodellregion sehr wichtig. Es ist ein Synergieeffekt für uns beide, für die Ökomodellregion und für uns. Wir unterstützen die Ökomodellregion durch unsere Produkte und die Ökomodellregion unterstützt uns durch Werbemaßnahmen, durch Aktionen und so weiter.